Name of the Shaitan Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad al-Jmain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen heute am Mittwochabend zu unserer weiteren Folge Ratschläge für Muslime. Wir sind bei Punkt 34 angelangt. Behandle deine Nachbarn gut, pflege eine gute Beziehung zu den Nachbarn und es spielt dabei keine Rolle, ob dieser Nachbar ein Muslim ist oder kein Muslim. Wir wissen ja, dass die Verwandtschaftsbande und die Bekannten und die Nachbarn, dass wir sie gut behandeln sollen. Deshalb ist es auch wichtig, um die Nachbarn zu kümmern. In den Großstädten ist es natürlich ein bisschen schwieriger. So ein Hochhaus, ein Mehrfamilienhaus, wo sehr viele wohnen, ist man leider sehr fremd geworden, aber man sollte sich trotzdem bemühen, vielleicht den von der Tür gegenüber, zumindest da Kontakt zu pflegen, soweit es möglich ist. Aber an sich von vornherein alles zu ignorieren, ist natürlich nicht gut. Den Nachbarn, man sollte Pflege haben mit denen und Kontakt haben, denn vielleicht brauchen sie Hilfe, vielleicht brauchen sie irgendwelche Dinge, die sie selber nicht machen können. Und deshalb ist es gut, wenn man sich immer wieder anbietet. Und das Beste ist einfach, man fängt mit den Grüßen an, man grüßt sich im Treppenhaus und dann vielleicht entstehen so kleine Gespräche und dann kann man auch sich besser kennenlernen. Man sollte es nicht unterschätzen, die Nachbarschaft zu ignorieren. Wir sind ja alle schließlich miteinander Menschen und sollten auch versuchen, den Umgang zu pflegen in Würde und in Respekt. Der nächste Punkt, behandle deine Eltern gut. Und hier sind natürlich alle Eltern gemeint, auch die, wo konvertieren zum Islam und deshalb nicht muslimische Eltern haben oder solche Eltern, die, wo das heißt, die muslimisch sind vom Namen her, aber kein Islam praktizieren. Es gibt für die Kinder kein Recht, die Eltern dann schlecht zu behandeln oder vorwurfsvoll zu behandeln. Wir dürfen eins nicht vergessen, das Beste ist doch immer noch das Vorgelebtsein, also das Benehmen, dass wir, wenn unsere Eltern zum Beispiel fast Muslime sind, aber kein Islam praktizieren, dass wir einfach nur immer unser Bestes geben. Das heißt, dass wir gut vorleben, dass wir höflich sind, freundlich sind, dass sie erkennen, dass der Islam einfach dahinter steckt, warum sie so sind. Und das Gleiche auch gilt, wenn man nicht muslimische Eltern hat, dass man ein Vorbild ist. Es wird ja hier sehr viel Hetze betrieben über den Islam. Wer konvertiert, muss irgendwie krank oder gestört sein oder psychische Probleme haben, so werden sie immer gerne verkauft. Und die Eltern natürlich von solchen, die wollen, ihr Kind Muslim wird, haben natürlich Angst und haben gleich die Bilder des Fernsehens im Kopf. Und deshalb ist es wichtig, den Eltern gegenüber immer gut und freundlich zu sein, um zu zeigen, dass man sich eigentlich nicht verändert hat, dass man sich aber im Wesentlichen auf das Gottesverständnis geändert hat, dass man jetzt seinen Schöpfer erkannt hat, ihn besser erkennt und sieht und würdevoll behandelt und nicht einfach so wie ein Gott, den wo ich mal brauche oder wo ich mal nicht brauche. Aber vom Benehmen her, den Eltern über, sollte man respektvoll umgehen, gut sein. Probleme der heutigen Jugend ist ja, sobald sie in der Pubertät kommen, meinen sie, ihre Eltern sind ein bisschen in der Hinterwelt, sie haben nicht so viel Wissen wie sie, vielleicht auch wegen der modernen Sachen, dass sie denken, ihre Eltern kriegen das nicht mit und fangen dann an, langsam widersprüchlich zu werden ihren Eltern gegenüber und vielleicht auch manchmal ein bisschen hochnäsig. Hütet euch vor diesen Dingen. Ihr werdet inshallah auch mal Elternteile werden, werdet dann auch Kinder haben und dann versucht, respektvoll mit euren Eltern umzugehen. So werden auch eure Kinder euch mal später auch so behandeln. Den Eltern schlechte Wörter zu sagen, ist eine Sünde. Den Eltern zu widersprechen in gewissen Dingen ist eine Sünde. Vor allem, wenn sie älter sind, sollte man respektvoll umgehen. Sie unterstützen in allen Bereichen, wo es geht und nicht einfach meinen, ich habe jetzt mein Leben und ihr lebt euer Leben weiter. Im Islam kennen wir diese Trennung nicht, dass wenn man alt ist, man auf sich allein gestellt ist oder wenn man erwachsen ist, dass die Eltern nichts mehr zu sagen haben. Das sind alles europäische Dinge, die finden im Islam keinen Platz. Natürlich sollen die Eltern nicht das Leben lang bestimmen über die Kinder, aber sie sollen ein Ratgeber bleiben bis zum Tod und sollen deshalb natürlich auch wissen, wie es im Leben abläuft, wie es in der neuen Familie ihre Kinder abläuft. Man soll ihnen Einblick gewähren und mit ihnen reden, dass sie gute Ratschläge geben können. Und deshalb ist eine gute Behandlung zu den Eltern immer eine Voraussetzung dafür, dass auch später im Altwerden, wenn die Eltern älter werden, das alles klappt, das funktioniert. Also gerade in der Pubertätsphase, versucht gut zu sein zu euren Eltern,
hört zu, wenn sie euch nicht lange rauslassen, wenn sie sagen, komm früh heim, dann mag ja schon seinen Grund haben. Die Eltern machen sich halt nun mal Sorgen und wollen nämlich, dass ihr Kind draußen in der Dunkelheit herumschwirrt und sie nicht wissen, was abläuft. Und viele Eltern können auch nicht einschlafen, wenn ihre Kinder nicht zu Hause sind. Also denkt nicht nur an euch und an euren Vergnügen, sondern denkt auch mal daran, dass Eltern sich Sorgen machen, dass es jemanden gibt, der wo sich um dich kümmert, der wo dran denkt, ob es dir gut geht oder nicht. Und einfach nicht nur meinen, Hauptsache ich will mal Spaß haben, ich will draußen mit meinen Freunden abhängen. Und die Eltern sind dann in dem Fall egal. Vergesst nicht, die Eltern haben euch großgezogen, die Eltern haben euch teilweise zu dem gemacht, was ihr jetzt seid. Also ignoriert das nicht und tut nicht so, als hättet ihr alles selbst gemacht oder hättet euch selbst entwickelt. Die Eltern geben einen Teil, Allah gibt einen Teil und ihr gebt nachher euren Teil, welchen Achlag oder welches Benehmen ihr habt. Das hängt also ganz davon ab, wie ihr versucht, den Islam zu praktizieren und zu verstehen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr Eltern seid, behandelt eure Kinder gut. Tut also den Ratschlag des Propheten Sallam befolgen, wo er sagt, bis zum 7. Lebensjahr erzieht eure Kinder, dann bis zur Pubertät seid ihnen ein Ratgeber und nach der Pubertät seid ihnen ein Freund. Also wir haben also Maßnahmen, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollen, dass am Anfang die Kinder die Erziehung natürlich brauchen und natürlich ist immer an erster Stelle die Liebe. Leider kommt es immer noch vor, dass sehr Kinder sehr viel geschlagen werden. Ich meine, ein paar Schläge schaden bestimmt nichts und ein paar Schläge tun auch gut. Aber manche Eltern übertreiben bestimmt und vor allem, wenn sie dann Gegenstände noch benutzen, ihre Kinder zu schlagen oder gleich ausrasten in jede Kleinigkeit, das ist natürlich nicht Sinn der Sache, eine Kindeserziehung. Man sollte vor allen Dingen nicht immer zurückgreifen auf seine eigene Kindheit und sagen, ich wurde von meinem Vater geschlagen, also schadet nichts, schlage ich mein Kind auch. Es mag manchmal eben die Geduld fehlen und dann vor allen Dingen, vielleicht wenn das Kind schlimme Sachen gemacht hat, dass man vielleicht mal hinlangt, aber es sollte eigentlich schon wenig sein und vor allen Dingen sollte es nicht mehr sein, wenn das Kind in der Pubertät kommt, dass man einen 14-Jährigen, 15-Jährigen, 16-Jährigen schlägt. Das Kind entwickelt eine Würde und entwickelt sich zum Mann und da gehört es sich nicht, dass Eltern dann in diesem Alter noch ihr Kind schlagen. Dieses führt nur dazu, dass das Kind sich mehr distanziert und dann wohl gar nicht mehr mit den Eltern redet und dann wundern sich die Eltern, warum sucht das Kind kein Gespräch mehr zu mir. Also versucht die Eltern, wenn ihr mal Eltern seid, eure Kinder nicht mehr ab der Pubertät oder zumindest so, wenn sie 13, 14 sind, nicht mehr zu schlagen. Schimpfen schadet nichts, aber schlagt sie nicht mehr. Es kriegt auch ihre Würde, wenn sie in diesem Alter geschlagen werden und das tut der Beziehung zu den Eltern nicht gut. Aber natürlich, vor allem sind es ja die Väter, die ihre Kinder dann massiv schlagen, da braucht ihr euch nicht wundern, wenn das Kind zu euch später keine Beziehung mehr haben möchte. Ich habe selber auch Jugendliche kennengelernt, die mit dem Vater nichts zu tun haben wollen, wo der Vater dermaßen geschlagen hat und als sie da eben klein waren, konnten sie nichts tun, aber dann so 16, 17, 18 haben sie den Kontakt total abgebrochen. Meistens dann eher eine Scheidung gekommen, dass die Mutter sich dann endlich getrennt hat von diesem Mann. Aber selbst wenn sie noch zusammen sind, wird mit dem Vater so gut wie gar nicht geredet. Er wird eigentlich zu Hause ignoriert und natürlich nicht gut einer familiären Beziehung, wenn solche Zustände herrschen. Es liegt also nicht nur mit die Schuld an die Kinder, sondern auch die Eltern tragen den Teil dazu bei, wenn sozusagen Krieg in der Familie herrscht, sollte man das wirklich versuchen, im Vornherein sich schon wirklich Gedanken machen. Und wenn man jetzt hat, wenn man noch gar kein Elternteil ist, sich wirklich was vornimmt und sagt, ich will auf meine Kinder mehr Acht geben, nicht schlagen. Natürlich, man redet sich immer leicht und wenn eine Situation kommt, dann sieht es ihm anders aus, aber man sollte wirklich versuchen, nicht gleich zu überreagieren und auch nicht immer so streng sein. Und es ist immer sehr verwunderlich, dass wenn es um die Schule geht oder um die Arbeit geht, dass man zu den Kindern streng ist. Und wenn es aber darum geht, ihre Gebete zu machen oder in die Moschee zu gehen, zum Lernen, zum Korankurs, alles, dass sie da die Eltern das eigentlich hinnehmen und das dann egal ist, ob heute gehen möchte oder nicht. Hier sind wohl zwei falsche Seiten. Es ist doch sehr wichtig, dass die Kinder auch Islam lernen und das sollte man da genauso strenge zeigen, wenn das Kind, wenn es nicht aufstehen möchte, man schimpft, dass es aufsteht für die Schule, so sollte es dann auch in die Moschee geschickt werden zum Korankurs, wenn man es seinen Kindern nicht selber beibringt. Also es sind immer die zwei Seiten, wenn man nur auf diese Dunya, auf diese Welt schaut und eben nicht auf das, was im Jenseits ist. Als Elternteiler sollte man sich bewusst sein, dass man für die Kinder vor Allah subhanallah Rechenschaft ablegen muss.
Und wenn ein Kind von seinem Elternteil nichts bekommen hat an islamischer Erziehung und das Kind erfährt es erst zum Beispiel mit seinem 30. Lebensjahr, dann trägt der Vater bis zum 30. Lebensjahr seines Kindes die Schuld an dem Werdegang seines Kindes. Also so wie er dann unislamisch gelebt hat, bis Allah Subhanahu ihn dann hat Hidayah zukommen lassen und dass ihn andere vielleicht aufgeklärt haben und der nun selbst entscheiden kann, will er diesen Weg des Vaters weiterleben oder möchte er sich ändern. Aber bis dahin trägt der Vater voll die Sünde an seinen Sohn, er trägt also mit Teil, was an den Sohn hängen bleibt, ist wieder eine andere Sache, spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber der Vater kommt da nicht aus der Rolle. Es ist also nicht einfach, Elternteil zu sein, ist nicht einfach, Verantwortung zu übernehmen. Ein Familienoberhaupt zu sein, ist nicht einfach. Es wird gern falsch dargestellt. Der Mann ist so der King der Familie. Wer den Islam verstanden hat und wer die Rolle des Ehemannes weiß, der weiß, es ist wahrhaftig kein Zuckerschlecken. Wäre eh eigentlich eine Belastung. Ist sogar, wenn man es richtig betrachtet, besser, da die Mutter zu sein statt der Vater, denn die Mutter trägt für sich die Verantwortung, während der Ehemann trägt für die Mutter, für die Kinder und für sich und für alles, was der Familie macht, die Verantwortung. Es ist also nicht leicht und sollte man sich gut überlegen, wie man später vor Allah Subhanahu das alles rechtfertigen möchte. Ich danke dann heute fürs Zuschauen und inshallah werden wir uns mal ein andermal wiedersehen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.